Hallo und herzlich willkommen bei den Dice Brothers, dem YouTube-Channel von blockspiele.de. Heute mit einem Kurz vorgestellt und heute nur mit mir, dem Yogi, solo unterwegs, weil ein Kurz vorgestellt. Und ich hatte es ja am Dienstag, das habt ihr ja bestimmt gesehen, schon angekündigt. Wir haben Weltraumwoche oder Space Week. Und ich habe ja gesagt, diesen Freitag gibt es auch nochmal Weltraum. Und ihr habt es bestimmt schon im Thumb gesehen. Ich verrate es euch auch direkt. Ich rede nicht lange rum. Es geht um Welcome to the Moon. Es gibt Gerüchte, die behaupten, das wäre das beste Spiel aus der Welcome to Reihe. Also quasi ein Flip and Ride ist es hier. Ehrlicherweise kann ich das gar nicht beurteilen, weil jetzt muss ich wirklich, wirklich sagen, die anderen Spiele sind ein weißer Fleck. Ich kenne sie nicht. Aber dafür kenne ich das. Und ich spoiler schon, es hat mir richtig Bock gemacht. Und ich werde euch jetzt mal ein bisschen zeigen, was man in dieser Schachtel, die auch ordentlich schwer ist, so drin findet. Und zwar, ich habe ja schon ein bisschen geteasert, es ist ein Roll and Write. Es gibt Stifte. Es gibt ein Kampagnenheft. Man kann das ganze Ding als Kampagne spielen. Allerdings auch jeden der Pläne natürlich einzeln, klar. Und die möchte ich euch natürlich mal ganz kurz hier zeigen, das Sidecam hier. Es gibt also tatsächlich 8 verschiedene Pläne. Das hier ist der, ich hoffe, das nicht zu sehr spiegelt, das ist der erste, der Einsteigerplan. Ne? Man sieht hier also diese Rakete, jetzt drehen wir das mal um. Der zweite sieht schon völlig anders aus. Hier ist der dritte Plan. Und ja, der vierte auf der Rückseite, ja, ich zeige euch jetzt mal so ein paar. Ne? Also man sieht schon, da sind richtig, richtig Unterschiede drauf zu erkennen, wie das funktioniert. Aber das Prinzip ist immer gleich. Es sind alle Spielpläne in Bereiche unterteilt. Und wenn man Zahlen einträgt, man zählt hier Zahlen ein, das sollte ich vielleicht sagen. Ich zeige das jetzt mal wieder an dem ersten Plan hier. Ne? Dann müssen in den einzelnen Bereichen die Zahlen immer von links nach rechts aufsteigend sein. Ja. So. Ja, wie funktioniert das Ganze? Wie komme ich überhaupt an die Zahlen? Und zwar funktioniert das kartengesteuert. Das können wir uns auch mal zeigen. Der Inhalt ist so aus so Pappkisten hier gemacht. Auch richtig cool. Also für Roll and Write schon relativ aufwendig. Jetzt habe ich natürlich die falsche Box geöffnet, weil ich in die falsche Richtung. Gute Vorbereitung alles. Aber ich wusste, es war nur die falsche Seite. Und zwar sind das die entsprechenden Karten, die dafür sorgen, welche Zahlen wir aufdecken dürfen. Diese Karten werden in 3 verschiedene große Stapel umsortiert oder sortiert oder hier hingelegt. Und dann wird in jeder Runde, werden die obersten Karten umgedreht. Das ist jetzt zweimal Pflanze, einmal hier dieser Kalender. Und dann darf ich hier, gucke ich mir nochmal den Plan an, in die Pflanzenreihe, die ist hier mit den Pflanzen, entweder die Zahl, die hier drüber steht, eintragen. Also hier wäre es die 7 oder die 8 oder eben in der Kalenderreihe hier die 13. Die Zahlen gehen von 1 bis 15, obwohl die Zahlen in der Mitte viel häufiger sind als zum Beispiel die 13, 14, 15. Die gibt es viel seltener als Karten. Und dann muss ich mir halt überlegen, an welche Stelle trage ich das Ding ein. So, am Anfangsplan ist es noch ganz simpel, da trägt man einfach die Zahlen ein. Und wenn man einen so einen kleinen Lagerraum fertig hat, dann kriegt man all die Boni, die da drüber stehen. Da will ich jetzt gar nicht so genau drauf eingehen. Das würde, glaube ich, den Rahmen des Videos sprengen. In dem ersten Plan ist es auch wirklich so, man trägt nur die Zahl ein. Spätere Pläne haben dann Sonderboni. Wenn man also ein Roboterfeld einträgt, dann hat man noch Sonderfunktionen, die jetzt in dem ersten wegfallen. Die unterscheiden sich aber von Szenario zu Szenario. Das Schöne ist, man kann alle einfach als One-Shots spielen. Ja, und ansonsten kann man die auch als Kampagne spielen. Habe ich bisher mir noch nicht ganz angeguckt, wie die Kampagne funktioniert, denn eigentlich Kampagnenspiele habe ich genug. Ich brauche im Moment keine Kampagne, aber wer Bock drauf hat, kann das natürlich tun. Ja, was gibt es dazu zu sagen? Ich finde es richtig cool, dass es auch wieder ohne Blöcke stattfindet, sondern es ist wieder mit abwischbaren Stiften. Diese Stifte allerdings, das sind diese hier. Man erahnte schon, was jetzt für eine Kritik von meiner Seite kommen wird. Abwischbare Stifte finde ich super. Aber warum hat man denn nicht die Stifte genommen, die oben auch so ein Abwischding dran haben, hier auf dem Deckel? Andere Spiele konnten das auch. Ne? Und da, ich sag mal,
Welcome to the Moon so preislich so bei 30 Euro liegt, was jetzt nicht ganz wenig ist für ein Flip and Ride, finde ich es fast schon ein bisschen schade, dass man die 3 Cent nicht noch für den Schwamm hat. Jetzt muss er irgendwie Küchenrolle nehmen oder irgendwie sowas. Tut es natürlich auch super gut. Sieht man ja, die Pläne sehen wie neu aus und trotzdem sind schon benutzt. Ne? Dann diese Aufbewahrungskästchen auch für die Kampagne, für den Solo-Modus. Da gibt es auch eine extra Solo-Kampagne, ist hier auch noch integriert. Also hier gibt es schon eine ganze Menge. Und die Regeln, ja, habe ich mir angeguckt. Also ich habe vorher, wurde mir gesagt, die wären so schwierig oder nicht eindeutig. Fand ich eigentlich nicht. Ich fand, da konnte man sich ganz gut durchwursten. Waren ja auch nur ein paar Seiten, ehrlicherweise. Die Regel sieht zwar riesig aus, liegt aber daran, dass alle Sonderregeln für die einzelnen Tableaus hier nochmal aufgeführt sind. Da kann man also die Spezialregeln eines jeden Tableaus sich nochmal genauer angucken. Also, kommen wir zum Fazit, damit wir nicht zu lange brauchen. Ich hoffe, ich habe euch einen ganz guten Eindruck vermittelt. Ich finde, Welcome to the Moon ist ein richtig gutes Flip-and-Ride-Spiel. Kommt mir auch sehr zu Pass, denn würfeln kann ich ja nicht so gut, wie man das ja von mir kennt. Deswegen ist Flip-and-Ride für mich natürlich absolut viel besser. Wir hatten sehr viele coole Partien damit. Man kann es auch ein bisschen taktisch spielen, aber manchmal macht es einfach auch Spaß, sich verzockt zu haben, ehrlicherweise. Dann hat man die blöde 13 an die Stelle geschrieben und dann kommt natürlich die 12 und man denkt, jetzt ist mal anders gemacht. Diese Momente, von denen lebt so ein Spiel, aber die kriegt man ja auch geboten, ehrlicherweise. Es macht einfach richtig Laune. Es ist richtig viel Abwechslung drin, dadurch, dass so 8 verschiedene Pläne drin sind, ist halt immer Abwechslung drin. Und diese Karten sind ja auch immer anders, in anderer Kombination. Das heißt, kein Spiel ist wie das andere an der Stelle. Ja. Ansonsten bleibt mir gar nicht viel zu sagen. Wenn ihr Fragen dazu habt, wenn euch was dazu eingefallen ist, wenn ihr sagt, was erzählt der Yogi da für ein Humbug, das Spiel ist Mist, oder ich habe es nicht genug hochgejubelt oder wie auch immer, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wenn ihr eure Erfahrungen damit gemacht habt, egal welcher Art, oder sagt, ich muss das jetzt unbedingt kaufen, dann sagt mir mal, was der Trigger war. Dann schreibt es mir auch gerne in die Kommentare. Ansonsten gerne einen Daumen hoch da lassen. Und wenn ihr es noch nicht seid, weil wenn ihr wusstet ja, dass ein Space-Spiel kommt, weil ihr habt Dienstag natürlich schon unser Vorgestellt gesehen, dann habt ihr vielleicht schon ein Abo. Wenn ihr es noch nicht habt, auf jeden Fall jetzt nachholen. Ansonsten das Glöckchen aktivieren, damit ihr auch das nächste Vorgestellt, kurz vorgestellt und unsere anderen Formate nicht verpasst. Und dann würde es mich wirklich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid bei den Dice Brothers hier auf YouTube. Dann bedanke ich mich, wünsche euch eine tolle Zeit und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.